Die Konklusio lautet, die Schulen sind offen für alle die, die es brauchen. Kinder dürfen ohne ärztliches Attest zu Hause bleiben und werden keine Nachteile haben. Zuallererst liegt das sicher an einem Lockdown, der quasi über Nacht beschlossen wurde. Und da ist der Bereich Schule immer schon seit Beginn der Pandemie der heikelste und am schwierigsten zu administrierendste Bereich. Der zweite Grund waren sicher die unterschiedlichen Signale, die von der Bundesregierung ausgesendet wurden. Heinz Fassmann, der Bildungsminister, der sagt, die Schulen sind offen, Präsenzunterricht findet statt. Und der Bundeskanzler Alexander Schallenberg, der sagt, bitte behält die Kinder nach Möglichkeit daheim. Das war dann natürlich eine besondere Herausforderung für Eltern, die der Aufforderung von Schallenberg gefolgt sind und die Kinder daheim hielten, weil es anders als in früheren Lockdowns dann eigentlich kein wirkliches Homeschooling aufgesetzt war beziehungsweise so schnell aufgesetzt werden konnte. Besonders bekannt die unterschiedliche Meldungslage zum Thema Schularbeiten und Aufgaben und diverse Tests. Da war das Signal, keine Schularbeiten oder nur sehr zurückgefahren, das Testsystem. Und manche haben dann schön gestaunt, dass sie dann schon am Montag, am ersten Tag des Lockdowns, eine Schularbeit zu absolvieren hatten. Mein Kollege Gernot Bauer hat einen Kommentar geschrieben auf profil.at mit dem Titel Gerechtigkeit für Fassmann, also dem Bildungsminister, der die Schulen unbedingt offen halten wollte und sich auch ÖVP-intern durchgesetzt hat, dem kann ich nur beipflichten. Also die Schüler, Kinder, Jugendlichen sind sicher die Leidtragendsten dieser Pandemie, wenn man so sagen kann, wenn man die ganze Gruppe hernimmt. Im mittlerweile vierten Lockdown die Kinder wieder daheim zu behalten bei den Eltern und zum Homeschooling zu verbannen, inklusive den Eltern, ja, die ja eigentlich alle arbeiten gehen sollen, Klammer zu wieder, das wieder zu machen, jetzt gerade, wo sie wieder ins Lernen reingekommen sind, nämlich nach der Sommerpause, nach den Herbstferien, jetzt wieder runterzufahren mit Hinblick auf Weihnachtsferien und dann Semesterferien. Also da könnte man gleich das ganze Jahr jetzt aufgeben und sagen, okay, wir machen alles noch einmal. Also das wäre aus meiner Sicht keine Option gewesen. Gleich man natürlich in gewissen Bezirken und Regionen, wo die Pandemie besonders wütet, in Salzburg, Oberösterreich, aber in anderen Bereichen auch schon, natürlich aber die Gesundheit immer an erste Stelle stellen muss. Also wenn es sich irgendwo pandemisch gar nicht mehr ausgeht, dann muss man wohl zusperren. Aber ganz Österreich runterzufahren und die Bildung wieder quasi on hold zu stellen, das hielte ich für keine Option. Was uns die Vergangenheit gelehrt hat, alles kann sein. Meistens kommt genau das, was ausgeschlossen wird. Also hüten wir uns vor Versprechen, dass die Schulen auf jeden Fall offen bleiben. Es gibt halt einen zweiten Aspekt. Wenn Kinder in die Schule gehen, werden sie getestet, idealerweise PCR getestet. Das heißt, man hat das Infektionsgeschehen im Blick, im Griff, auch was daheim passiert, weil das ja natürlich dann auch Cluster daheim betrifft und sichtbar macht. Und zusätzlich ist jetzt auch die Maskenpflicht wieder eingeführt worden in den Schulen. Also da gibt es schon Sicherheitsmechanismen,
Also man sollte es nicht so behandeln, als würden offene Schulen automatisch das Infektionsgeschehen befeuern und Homeschooling das Infektionsgeschehen automatisch zu beenden. Diese Balance zu halten, das wird die große Herausforderung sein.